Hier wäre auch ein Händler gewesen. Das sind halt die Weidler. Will gleich ein Weidler gehen. Ich fahre mit 50 und werde geblitzt. Was wollt ihr mich verarschen? Ja, da ist ein Blitzer, der ist genau 50 eingestellt. Ja, ich bin aber nicht mal 50 gefahren. Da geht dein Dach auch nicht richtig. Der ist brutal, der Blitzer, ja. Musst du mal einstellen, den Dach. Weil er auch angezeigt hat unten, dass du eigentlich 60 sogar hier fahren durftest. Erste rechts, da ist bei mir keine Ahnung. Geradeaus weiterfahren. Ja, geradeaus, du hast geradeaus, du im Kreisverkehr halt. Okay. Kannst du drüber springen? Ja, hab ich. Wieso mal. In Schweden wird's gehen, oder jetzt hier. So, hier ist wieder 70. Bei mir ja. War kein Blitzer. Den nächsten Kreisverkehr wieder geradeaus. Ah, da kommt noch einer. Ach du je. Geradeaus und aus. Oh, ich werde überholt. Fahren Sie gerade durch den Kreisverkehr. Zweite rechts. Dritte links. Bitte wenden. Mein Navi Achtung, will was anderes sagen. Nee. Beim Panzerwendeplatz oben drüber fahren. Erster Aufenthalt in Calais. Was macht denn der Jul irgendwas hier vor mir? An der Ampel geradeaus. Yeah, ich bin zum ersten Mal in Calais. Calais. Und? Und dann darfst du gleich Schiff fahren. Yeah! Darf ich den Kapitän spielen? Nein. Oh nein, wir wollen ankommen. Bei mir leckt's gerade. Shit, ich hoffe, ich fahre jetzt irgendwo gegen. Und dann rechts runter auf die Fähre. Glück gehabt, ich hätte gerade, bei mir waren gerade Standbild. Oh. Hatte ich vorhin auch mal kurz Zeit. So, noch doof. Ich hab Schaden bekommen, wo ich in der Einfahrt reingefahren bin. Finde ich lustig. Ah, da vorne. Ich hab ganz normal den Weg runtergefahren. So, noch doof. Wo ist denn hier die Einfahrt? Wo ist denn... Ach, da ist die Einfahrt. So. Blinker setzen. Dann haben wir alle hier. Ich glaub ja. Ich sehe ja schon, wie ich auf die Fähre rauffahren. Oh, ich war noch nie in Dover. Ja, du musst auf die Fähre rauffahren, ja. Ihr fahrt auch auf die Fähre schon rauf, ne? Wir sind schon drüben, glaube ich. Achso. Was ist jetzt? Seid ihr schon drüben? Mal einparken. Wo einparken? Wo willst du einparken? Ja, einfach alle nebeneinander hinstellen. Das ist nur das Auto machen können. Dann setzen wir eben kurz nach Dover über. Moment. Echt? Ja. Da hättet ihr doch ein bisschen das mal koordinieren können. Oh, warum haben dort Namen jetzt wieder dabei? Hm? So, ich fahr von der Fähre eben kurz runter. Ja, stellen wir uns alle nebeneinander hin und machen wir mal ein kleines Foto da. Ja. Foto. Aber doof, dass jetzt wieder die. Seit wann ist denn das jetzt wieder dabei, dass beim Foto machen da Namen draufstehen? Wo stelle ich mich am besten hin? Doch egal. Passe ich jetzt zwischen euch? Wo denn der Platz ist? Ja klar, passt du zwischen. Ist nee, das wird eng. So. Passt doch, oder? Oh. Moment. Shane. Warte, ich fahr mal ein Stück vor. Shit. Bitte, stell dich her da zu uns. So. Die nächste rechts. Ja. Kein Problem. Ich fahr auch langsam. Ich bin das gewöhnt. Rollator und so. Ich würde ja ganz schnell fahren, aber ich kann nicht. Doch, du könntest. Du rechts könntest mit dem Motor. Ich hab nicht das Level dazu. Nächste dann rechts. Nimm nicht so okay. Schwere Sachen mit. Ja, Richtung London. Ach scheiße, fahr auf die falsche Spur. Fuck. Ey Gott. Ja, rüber, komm rüber auf die linke Spur. Ja, wie denn? Da ist durchgehend Barrikade. Diese Leitplanke. Nee, irgendwo geht's rüber. Ja, hier vorne geht's rüber. Oh, das ist schlimm. Deswegen fahr ich nicht gerne zu Denne hier, ey. Es gibt Idioten auf der Straße, einfach. Es gibt Geisterfahrer und es gibt Flo. Der alles zusammen kombiniert. Flo, warst du nicht mal in England? Ja, war ich, aber ich bin da nicht Auto gefahren. Achso, doch gut, wie lange so für die warst Autofahrer? Du in England? 4 Wochen. Achso, okay, dann kann man es verstehen. Die nächste links Richtung Dover, Southampton. Ja, nächste links Dover, Southampton, okay. Southampton. Echt? Alter, hier sind mehr Leute gerade auf der Stelle angezeigt worden als vorhin ganz Achtung, Berlin. Achtung, bremsen. Wo?
Bremse. Jetzt hier gerade sind, wenn du Tab drückst, mehr Leute unterwegs als vorhin in Berlin. Ach, da kommt die Tankstelle, okay. Ja, da muss ich noch gar nicht bremsen hier. Irgendwann muss jetzt doch mal die Tankstelle kommen, von der ihr hier vorhin gelabert habt, oder? Ja. Ist das schon an dem Tunnel-Ding vorbei gewesen? Ja. Da kurz danach kommt die Tankstelle. So. Tanken wir nochmal eben hier. Was? Ist die auf der rechten Seite? Da links. Der Heisenberg hat uns überholt. Ah, jetzt sehe ich die Tankstelle öffnen. Boah, ist der Diesel hier teuer. 1,59, ey. Ich glaube, ich spinne, ey. Du musst nach Polen fahren oder so. Ja. So. Bruder, du fährst immer nach Afrika. Nach Afrika? Ja. Da kostet es jetzt 10 Cent. Kommst du überhaupt hin nach Afrika? Nee. Ja. Multiplayer. Ah. Okay. John, warte mal, bleib mal stehen, John. Bleib mal stehen, John. John, halt mal an. Lass auf den Rest nochmal warten. Ja. Wenn alle tanken, wenn wir uns ja. Geradeaus. Oh, irgendwann müsste jetzt gleich eine Tankstelle kommen, Leute. Ja, ich hab's jetzt viele Rechtsabbieger hier. Das ist das schon auf der TSM-Map, da waren es mal 180. Na, laut Tom sein Bild damals, wo ich den kennengelernt habe, ist er mit ihm wahrscheinlich geflogen auf der Autobahn. Habt ihr euch echt? Mit über 1000 km/h. Echt, ihr habt euch kennengelernt? Oh, nicht niedlich. Ja. Mit Kaffee und Kuchen. Ja, saß sie auf dem Sofa. Hier, guck mal. Da bin ich mit Überschallgeschwindigkeit gefahren. Darf ich jetzt meine Hand auf deinen Schoß legen? Genau. Ja, darfst du. Und dann habt ihr Gummibärchen ausgetauscht, hä? Das ist ein bisschen gay hier, hä? Ja. Ihr habt so komische, warme Gedanken. Ja. Das haben wir immer, wenn wir an dich denken, Tom. Was? Ja. Tom, deine Hand auf meinem Schoß, sie fühlt sich so gut an. Ja, aber während der Fahrt, ja? Natürlich immer während der Fahrt. Leg mal einen Gang ein, leg mal den Gang schnell höher ein hier. Erstmal nach rechts schalten, ja? Ach ja, ich habe für jeden noch ein Zäpfchen, wer möchte das rosa haben? Die nächste links, die nächste links, runter. Nächste links, da ist eine Tankstelle bei mir hier. Bist du hinter mir, Flo? Ich bin hinter Speedy, ja. Das heißt, ich bin auch dicht hinter dir. Also können wir Gas geben. Ja. Schulter ist so. Auch noch hinter uns, oder? Ja. Okay. Ziemlich, ja. Hoppla. Wir waren in die falsche Richtung von. Wir kommen schon. So. Ja, Felix dann. Mal gucken, ne? Ja, wir fahren jetzt nach Navi. Also nächste links. Nächste links, ja. Felix Tow. Der nächste links. Da darf ich so meinen Wagen reparieren lassen. War das nicht der Felix Tow oder so? Oder nee? So. Ach, warum auch noch Felix Tow. Auch noch also, Felix Tow. Leute. Okay. Ui, warum der letzte Hauptblitz. Warum spricht eigentlich Speedy mit uns? Nicht mit uns. Oh, lecker. Schüchtern, meinst du? Ja, denke ich mir. Vielleicht doch ein Mädchen. Sitzt bestimmt hinter dem Headset und so. Die werden wissen. Oh, ich bin schon wieder auf der rechten Seite. Oder Headset kaputt. Oder Headset. Ganz einfach. Nee, er hat gefragt, solange ich nicht spreche. Zum Zuhören brauchst du kein Headset. Das stimmt. Aber ist schon besser, als die ganze Zeit zu schreiben. So. Also, wenn wir so kommunizieren können. Oh, das ist ein Pantomime. Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. So, seid ihr schon alle weitergefahren? Ja, wir beide alles haben noch Felix da. Oder er kann einfach nicht sprechen, weil es krankheitsbedingt ist. Alles klar, ich kann... Vielleicht spricht er auch kein Deutsch. Und kann nur Deutsch lesen. Und hören. Schreiben. Und hören. Und schreiben. Und schreiben. Und schreiben wir den Verbringer. Wir sind zu weit weg vor ihm. Ah, ich liebe Spekulation, ich finde das mal lustig. Ja. Und ich liebe Spekulation. Ja. Oh ja, den mag ich auch. Felix, so, wir müssen die nächste irgendwo rechts abbiegen. Was? Ich habe jetzt erst einmal eine Ladung. Links davon. Richtung London? Ja, ich von links, davon ja, oben rum. Ich habe eine Ladung für London mitgenommen. Ja, ich weiß ja noch, die erste Tour mit dir. Fähre die Autobahn hoch, also die Straße hoch.
und legt ihn zweimal hin. Ja, zweimal vor allen Dingen, ne? Ich habe mich dann abschleppen lassen, bin wieder hochgefahren, wieder umgekippt. Ja, das war sehr unterhaltsam. So ein typischer Flow halt. Ja. Ah, ist mir beim Landwirtschaftssimulator ja auch öfter mal passiert. Ja, das Beste ist aber in einem Bausimulator. Apropos Bausimulator, gibt es jetzt ein DLC? Echt? Ja. Bei Steam aber nicht. Nee, aber nicht bei Steam, ja. Das kostet 3 Euro, das ist ein neuer Kran. Neuer Kran? Ja. Was neuer Kran für 3 Euro? Ja, lieb hier. Oh, das kennen wir. Das kennen wir. Wir haben ganze Fabriken für eine Mark verkauft. Mein Scheiß Treuhand, ja? Was ist denn das für ein Liebherr-Kran? Ja, 150 jetzt. E, wo ist was hin? Oder irgendwie so. Was, ist das ein Baukran, oder? Ja, so ein Drehturmkran. Ach, der, ja, okay. Was bringt das? Du hast der da eh dreht schon. Sich noch mehr. Echt? Ja, das ist so ein altes Modell. Doch nicht. Nee, keine Ahnung, oder? Nee. Von Liebherr halt, der andere, was war denn der andere? Ja, Liebherr. So ein anderes Liebherr. Ja, stimmt, ist er. Onkel Hase. Wurde schon wieder geblitzt. Onkel Hase. Mhm. Oh, ich mag dieses Ding auf der linken Seite. Ich hab ein Standbild. Könnt ihr mal ausprobieren. Wie fahrt ihr denn hier, ihr Spastis? Ja, hupt noch wie die Behinderten, ey. Mann, ey. Fahren hier wie die Besoffenen, ey. Unfassbar, ey. Yo. Flo, wir fahren alle links, das, was ich als Bonus was ich als Bonus gekriegt habe fürs Einparken, habe ich gleich wieder verloren durch den Schaden von den einen Typen. Okay. Ich sag, fahren alle wie die Besoffenen hier und fahr selber wie so ein Besoffener. Mhm. So, wo ist denn jetzt hier die nächste Werkstatt? Was heißt denn Chinoy? Scheiße, sowas wie Arzt. Kreisverkehr, die letzte. Ich hab auf meine Maustasten die Hupen. Ach so. Okay. Deswegen hupt hier einer die ganze Zeit wie so ein Behinderter. Oh. Warme Semmel ist so ein Tür. Ja, und dann kannst du halt mit der linken Maustaste, dann kannst du runter nach unten fahren. Die kannst du ja runterziehen hier, dann den Pfeil. Und dann schiebst du das. Die Players-Dingen, da schiebst du von unten ganz unten einsetzen, am untersten Strich, und dann schiebst du das nach oben. Und dann hast du ein kleines Bild, passt genau oben rein in die Sonnenblende. Und dann wieder Rechtsklick und schon ist der Pfeil weg. So habe ich's gemacht. Geht wunderbar. Ja, das muss ich aber erst mal schauen, wie meine Tastaturbelegung hat. Mal schauen. Oh. Alles Werkstatt oder was? Ja. So. Controller-Einstellung, Lenkempfindlichkeit. Geschafft. Ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Das war eine neue Folge vom Euro Truck Simulator 2 Multiplayer hier bei Let's Multiplay. Lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.